Jetzt anschauen. Ja, grüß euch. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Heimwerker. Ein neues Projekt, wie man sieht, Fundament vom Ausgraben. Wir versetzen eine Trockensteinmauer. Wie man sehen kann, haben wir da Fundament ausgehebt. Da kommt ein Drainagschutt rein, dass uns die Mauer nicht trifft. Und wie man sieht, habe ich schon ein bisschen was angefangen jetzt da zum Legen. Die Drainage ist fertig. Man schaut sich einen Stein ein bisschen an und sieht man, dass die Maserung so geht. Sieht man das? So durch, sieht man das? Ja, ja, sieht man. Sieht man. Passt. Ist immer von Vorteil. Feinere Mauer schaut schöner aus. Ein paar große kann man immer reinmachen. Stemmeisen, setzen wir an und dann schlagen wir so. So Blätterl runter. Und mit dem lässt sich einfach schön arbeiten. So, meine Heimwerkerfreunde, willkommen! Es ist nun ein Wochenende vergangen und jetzt kommen wir schon langsam dem Ende zu. Und zwar jetzt da die oberen Schichten werde ich mit einem Steinkleber verkleben, damit, wenn dann mit einem Rasenmäher gefahren wird, dass es einfach nicht lostreten wird. Habe ich oben schon ein bisschen was verlegt. Und das wird dann mit einer Pflasterfuge, was wird das dann ausgefugt. So, meine Freunde, jetzt verfugen wir unsere Mauer. Warum verfugen wir die Mauer? Erstens, wie man sieht, schau mal, sind überall Spalte, sprich Feuchtigkeit kann eindringen, Erde kommt rein, Gras wächst raus, wenn es gefällt. Okay, gut, mir gefällt es nicht. Wir verfugen unsere Mauer. Ich habe da von der Firma Baumit einen Pflasterfugenmörtel, der Salz, Tauwetter beständig. Jetzt verfugen wir da ein bisschen. Im Sommer bitte aufpassen, der zieht relativ schnell an. Jetzt im Herbst kann man sich Zeit lassen. Kurzen Bericht, die untere Mauer haben wir verklebt, da wird humusiert. Die obere Mauer, da kommt keine Wiese, deshalb billigere Variante. Wir haben reine Trockensteinmauer. Und die Mauer haben wir ganz trocken verlegt. Man kann jeden Stein anheben. Vorteil, geht schneller. Nachteil, holtet nicht so gut. Ja, Freunde, nun sind wir nach 14 Tagen Arbeit zum Abschluss gekommen. Wir haben eine dünne Schicht Humus aufgetragen. Ja, im Grunde genommen sind wir fertig. Es muss nur mal der Rasen wachsen und dann haben wir das schon geschafft. Gut. Danke. Für die Inspiration. Für Mörtel abrühren. Schnur zum Einschauen. Handschuhe, wichtig. Meißel, Hammer. Zwei Kübel mit Kelle.